jetzt aber schnell weiter. Wir haben nur 6,5 Minuten, um das hier zu erledigen. Dieser Zeitdruck nimmt mich so enorm mit. Dann ist ja gut, dass wir die erste Minute nicht mit einem Echsen-Long-Take verschwendet haben. Genau, also los. Halt, nein, warte. Was machen wir hier eigentlich? Gut, dass du fragst. Ah, den Typen kennen wir ja schon. Schaut mal, das ist Exposition Man. Klau mir nicht meine Zeile. Ich bin Exposition Man. Also, Panic Man, du wolltest wissen, welche neue riesige Bedrohung mal wieder wie aus dem Nichts aufgetaucht ist? Ja, hoffentlich niemand Gefährliches. Sag mir einfach, wo ich hin muss, dann bin ich als Erster da. Das verstehe ich total. Reflexe halt. Aha, wie logisch. Das ist es in der Tat. Du scheinst ja echt gut Ironie zu verstehen. Moment mal. Hast du gerade zugegeben, dass du Ironie anwendest? Das ist entgegen der Logik deines Charakters. Und wie? Ihr scheint mich gut verstanden zu haben. Kannst du auch was unironisch sagen? Ja. Dann mach das mal. Hab ich gerade. Also ganz im Ernst, wie hohl seid ihr eigentlich? Hört mir erstmal zu. Es ist der... Ach, der Film darf 6,5 Minuten lang sein. Mit der Zeit kennen wir uns inzwischen echt gut aus. Das schaffen wir absolut reflexartig in den noch verbleibenden 4 Minuten 28. Das sind 268 Sekunden. Exakt! Wir haben hier doch ein Problem. Der Rotator versucht zwanghaft die Welt symmetrisch zu machen. Warte mal. Rotator? Sonst haben unsere Gegner doch ihre Fähigkeiten immer gleich im Namen. Kann er rotieren? Nein, er mag Symmetrie. Stiftet Sinn. Wer Sinn wählt, wird Logik ernst. So beeinträchtigt er aber auch euch. Die Filmlänge von 6 Minuten 30 wurde auf 6 Minuten 9 umgeändert, damit die Zahlenfolge, nämlich 609, drehsymmetrisch ist. Die Folgen sind fatal. Total. Brutal. Ich denke, jetzt wäre ein passender Moment für den Vorspann. Warte, ich muss kurz weggetreten sein. Was hat der Rotator nochmal gemacht? Ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir stoppen ihn. Warum wir das tun müssen, können wir ihn hinterher immer noch fragen. Da hinten ist schon das Haus, in dem er sich aufhält. Ironie-Man, du lenkst die Wachen ab. Panic-Man und ich schleichen uns rein. Stopp! Keinen Schritt weiter. Wer bist du? Ich bin die Ablösung. Von wem? Von... Otto? Ja, hallo, das bin ich. Das war mir natürlich klar. Aber das ist doch rückwärts, Otto. Ich bin vorwärts, Otto. Ich habe natürlich sofort an rückwärts, Otto, gedacht. Perfekt, dann kann ich ja den Lego-Vogel des Rotators füttern. Lego-Vogel? Ist das eine Metapher oder so? Nee, ein Palindrom. Wie Gnudung? Ja, natürlich. Fütterst du dann jetzt Bob? Nein, aber Bob... Also den Ara. Nee, das ist rückwärts Bob. Vorwärts Bob ist der Uhu. Den meinte ich doch. Und jetzt entschuldigt mich. Wie gesagt, ich sollte ja eure Flamingo füttern. Sollten wir das melden? So, es dauert nun nicht mehr lange. Der Rotator. Haben wir die endlich. Tu erfreut. Wir haben deine Wache ausgeschaltet. Lag er im Kajak? Nee, das war ein Kanu, das Kajak stand. Mir egal. Du hast keinen Ausweg mehr. Und nu? Ergib dich oder ich muss dich erschlagen. Sei fein, nie fies. Das ist deine letzte Chance. Tarne nie meinen Rat. Tarne nie deinen Rat? Tarne nie seinen Rat. Tarne nie keinen Rat. Danke, dass ihr eure Ankunft so lautstark angekündigt habt. Mehr Zeit zum Vorbereiten ist immer gut. Keine Sorge, ich werde auch mit euch allen fertig. Die 6 Minuten 9 sind gleich um. Was? Oh nein, das haben wir ja völlig vergessen. Wir haben 21 Sekunden weniger Zeit.
Perfekt. Noch ist Zeit genug, solange mein Schlag jetzt nicht in Zeitlupe gezeigt wird.